Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Planet Zoo, meine lieben Freunde. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Jetzt zu einer neuen Folge. Und ja, in der letzten Folge haben wir unseren neuen Zoo begonnen und beziehungsweise den ein bisschen aufgebaut und haben auch schon das erste Tierchen platziert. Und zwar ein süßes kleines Erdferkelchen. Da ist es auch schon. Das trotzt hier so rum und dem geht's ganz gut. Außer natürlich, dass die Lebensqualität für die Futterbeschäftigung noch nicht so wirklich da ist. Und auch die Beschäftigung durch Spielzeug für dieses Tier ist noch nicht gegeben. Aber das wird ja gerade erforscht und das werden wir dann hoffentlich jetzt bald auch haben. In der Zwischenzeit können wir uns schon mal Gedanken darum machen, was wir als nächstes Tier haben wollen. Ah, da haben wir es auch schon. Abgeschlossene Forschung, sehr gut. Da haben wir, du hast drei Gegenstände für eine Tierart entdeckt. Das ist wunderbar. Also haben wir drei neue Gegenstände für das Erdferkelchen freigeschalten. Da gehe ich doch gerade mal eben gucken, um was es sich da handelt. Mit Sicherheit um Spielzeug. Genau, einmal das Futterspenderfass. Das haue ich mal hier so hin. Und dann können die Leute nämlich auch schön gucken, wenn das Erdferkelchen hier mit der Kiste spielt. Und mit Sicherheit auch noch irgendwas anderes. Oh ne, tatsächlich nicht. Ja, ich dachte, drei neue Gegenstände. Scherz, oder? Naja, egal. Zumindest haben wir jetzt diesen Futterspender und damit steigt diese Futterbeschäftigung schon um 100%. Und jetzt fehlt uns halt nur noch das Spielzeug und das werden wir wahrscheinlich dann als nächstes erkunden. Jetzt gucke ich aber erstmal, was wir für neue Tiere brauchen. Beziehungsweise, was ich mir für ein neues Tier holen will. Ich hatte tatsächlich in diesem Probepark, den ich gebaut habe, Affen geholt. Und klug wie ich bin, habe ich gedacht, Affen? Cool, kann man haben. Gucke ich doch mal. Habe ich Affen in so ein Gehege gesetzt? Sind die Affen natürlich ausgebrochen, weil die natürlich über den Zaun klettern können. Habe ich nicht drüber nachgedacht. Straußen finde ich ganz cool. Strauße, ich weiß gar nicht. Finde ich ganz cool. Gucken wir gerade mal, was die so brauchen, um hier zu leben. Die brauchen 675 Quadratmeter, 1,25 Meter hohen Zaun. Lebenserwartung, Größe, okay, Gewicht. Hier steht auch noch irgendwo, in welcher Gruppengröße, genau. Gruppengröße 1 bis 8, bis zu einem Männchen, bis zu 7 Weibchen. Also, da fängt zum Beispiel schon an, man kann nicht zwei Männchen quasi nehmen. Es sei denn, es sind zwei partnerlose Männchen, dann gehen zwei. Oder zwei partnerlose Weibchen, dann gehen auch zwei. Aber bei einer größeren Gruppe ist es eher besser, wenn man ein Männchen nimmt und mehrere Weibchen, ja? Also das ist ja wie beim Menschen quasi so. Nein. Da gucken wir doch mal. Also 600 Quadratmeter brauchen die ungefähr. Wir wissen ja, dass das hier ungefähr 1000 Quadratmeter sind. Also brauchen wir quasi noch ein kleineres. Also so ein riesengroßes brauchen wir gar nicht. Wir könnten Maschendraht nehmen. Da kann man natürlich durchgucken. Oder wir nehmen da auch einfach so einen Holzzaun. Ich glaube, den finde ich auch einfach irgendwie... Oh, das wollte ich gar nicht. Den finde ich, glaube ich, auch einfach irgendwie schöner. Deswegen nehmen wir jetzt einfach mal diesen Holzzaun. Und Moment, dann gucken wir mal, wie wir den hier hinzimmern. Und das möglichst gerade machen. Da müssen wir mal gucken, ob wir da vielleicht noch durchbauen können. So, wartet mal. Das ist, glaube ich, nämlich schon zu groß. Man hatte nämlich auch, ich hatte nämlich auch den Tipp gelesen, dass man nicht so groß bauen soll am Anfang. Was ich natürlich trotzdem tue, wie ihr seht. Warte mal, wir machen mal so und machen es dann mal hier zu. Dann kommen die beiden hier. Ah, nein. Oh nein. Schnell, das Erdferkel kann abhauen. So, jetzt gucke ich mal eben gerade, wie groß dieses Gehege ist. Ich mache mal eben eine Tür rein. Ich glaube, ich würde lieber hier so eine Tür reinmachen. So, machen wir die da. Jetzt gucke ich mal eben gerade, wie groß das Gehege ist, ob das groß genug ist. So, wie viel Fläche hat das denn? 560, also tatsächlich noch ein bisschen zu klein. Dann gehen wir noch ein Stück weiter nach rechts, würde ich sagen. Oder ein bisschen weiter hoch vielleicht, ist doch besser. Warte mal, dann machen wir das mal weg hier. Das auch. Und dann gehen wir lieber noch einen hoch. So, 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 so. Und da machen wir es zu. Jetzt müsste es eigentlich perfekt sein. Ich guck mal gerade. Ja, 720 Quadratmeter. Also genau passend für einen Strauß. Perfekt. Dann machen wir mal hier noch Glas rein. So, Glas. Das ist ja eh 2 Meter hoch, das sollte reichen. Sehr gut. Einrichtung machen wir natürlich auch wieder eine Spendenbox.
Oh, mal auf beiden Seiten. So, perfekt. Hier könnten wir eigentlich auch noch einen Weg durchführen. Das können wir uns ja gleich noch überlegen. Oder sollen wir jetzt da einen Weg durchführen? Warte mal. Ich gucke mal gerade, ob da noch ein Weg durchgeht. Tatsächlich. Geht noch ein Weg durch. Dann machen wir das auch. Dann passt das nämlich ganz schön. So, perfekt. Dann können wir hier auch noch ein kleines Gehege machen für ein etwas kleineres Tier vielleicht. Dann gucken wir mal. Wir können auch mal runde Gehege machen. Ich würde jetzt auch gerne, wenn ich jetzt sowieso hier gerade schon die Möglichkeit habe. Warte mal, Barrieren. So, dann machen wir hier nämlich auch nochmal Glas. Und hier machen wir Glas. Glas, 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 Glas. Alles aus Glas. Damit die Leute auch rundum einmal gucken können. Sehr gut. Das finde ich sehr schön. Es gibt nachher auch ein Glas, wo man quasi nur von der Seite reingucken kann, aber die Tiere können nicht rausgucken, weil es manche Tiere gibt, die sich halt ein bisschen belästigt dadurch fühlen und dann nicht an die Scheiben gehen. Und weil die Leute natürlich gucken möchten, müssen wir die Tiere dann so ein bisschen austricksen. So, jetzt tun wir da noch jeweils zwei Spendendinger hin. So. Ich möchte sehr viel gespendet kriegen, deswegen auch viele Spendeneimer. So, und dann gucken wir mal, was so ein Strauß zum Leben braucht. Wir brauchen auch immer noch ein Erdferkelweibchen. Da sollten wir auf jeden Fall auch immer noch nach Ausschau halten. Ich guck mal gerade, ob es ein Erdferkelweibchen gerade gibt. Nein, es gibt tatsächlich immer noch Männchen nur. Stimmt mich nicht zufrieden, möchte ich sagen. Aber dann gucken wir mal, dass wir jetzt so einen Strauß hier uns holen. Dann würde ich nämlich sagen, ein Männchen und ein Weibchen erstmal. Fürs Erste. Und dann können wir ja immer noch hinterher mehrere kaufen. Wo sind denn die Straußen? Sind die jetzt weg? Sind sie jetzt verkauft? Haben wir es geschafft? Strauß, 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 Strauß. Spießvogel. Oh, wie hieß denn der Strauß jetzt? Königstiger, Weißschwanz, Gnu, Gepard, Strauß, afrikanischer Strauß. Da ist er doch. Toll, da gibt es auch wieder nur ein Mädchen. Gibt natürlich wieder nur Mädchen. Aber ich nehme einfach erstmal diese zwei Mädchen. Wir wissen ja, dass Mädchen mehr in dem Gehege sein dürfen als Jungs. Deswegen holen wir uns einen Jungen dann später. Ist ja nicht so schlimm. Dann tun wir jetzt erstmal die beiden Mädels da rein. Und dann hoffen wir mal, dass es denen gut geht hier. So, jetzt brauchen wir natürlich hier irgendwo auch nochmal so eine kleine Hütte, ne? Für so einen Tierarzt hier, beziehungsweise so einen Tierpfleger. Mitarbeiterraum, so einen brauchen wir noch. Ich weiß nicht, ob ich den hier hinstellen will. Den irgendwie hässlich da. Ach, wir lassen ihn erstmal. Wir lassen es erstmal. Sie kommen ja hier dran. Ja, Hallöchen, mein straußiger Freund. Wohlbefinden ist schon ganz gut. Also er fühlt sich schon recht wohl. Bonus mit anderen Arten. Profitiert nicht zum Zusammenleben mit einer reinpassenden Tierart zusammen. Ah, also da kann man tatsächlich auch andere Tiere noch mit ins Gehege packen. Das finde ich auch sehr cool. Guck mal gerade bei Gelände. Gelände, Gras, kurz. Brauchen die? Das sollen sie bekommen. So, und Erde brauchen die auch ein bisschen. Machen wir mal hier überall so ein bisschen, damit das schön aussieht. So, sehr gut. Jetzt haben die Erde. Pflanzentechnisch, Bepflanzung brauchen die eigentlich nicht. Biome, Graslandschaft, Afrika. Ich guck mal gerade. Machen wir mal Tropen weg. Graslandschaft, da kommt auch nicht wirklich viel in Frage, außer Brennnesseln. Finde ich jetzt nicht so schön. Aber nun gut. Besser als nix. Machen wir mal ein paar. So, ein bisschen was Begrüntes hier, damit die hier nicht so ganz nackelig stehen. Oh, jetzt habe ich den Busch da oben drauf gesetzt. Egal. So, was haben wir hier noch? Oh, das sieht doch schön aus. Dann sieht es nicht ganz so nackelig aus hier. Dann haben die wenigstens ein bisschen was Schönes.
So, Bepflanzung haben wir. Jetzt brauchen die natürlich noch so ein paar Sachen wie Unterstände, Lebensqualität. Moment. Gehege ist gut. Temperatur ist fürs Tier optimal. Oh, stabiler Rückzugsort. Die brauchen keinen Rückzugsort. Leben die einfach hier so in dem Nix? Ich würde denen aber trotzdem gerne irgendwie einen Rückzugsort geben. Na gut, aber da können sie sich wahrscheinlich wirklich nur unterstellen. Ich stelle jetzt einfach mal eins hier hin, damit sie so ein bisschen chillen können. Ich weiß nicht, ob denen das was bringt. Wahrscheinlich eher nicht. Aber naja, wir haben es wenigstens. Und Futter und sowas brauchen die doch bestimmt auch, oder? Futterkäfig. Ach guck mal, der ist ja auch cool, ne? Aber wir machen mal eine Futterschüssel. Stelle ich den einfach mal hier hin. Und noch eine Wasserschüssel. Damit sie wenigstens ein bisschen was zu knabbern haben. Ich weiß nicht, ob die das gar nicht brauchen, aber anscheinend brauchen sie es. Ich weiß es nicht. Ich würde jetzt spontan mal noch einen Tierarzt einstellen, damit wir noch ein bisschen mehr forschen können, weil nur der Tierarzt hier immer forschen kann. Wir haben 133 Zoobesucher auch übrigens. Guck mal gerade. So. Ah! Da haben wir eine neue Forschung abgeschlossen. Wunderbar. Du hast 5 Gegenstände freigeschalten. Sehr gut. Und die junge Frau darf sich jetzt um die Straußen kümmern. Wie süß die sind einfach, ne? Guck mal. Das ist einfach mega süß, Freunde. Ohne Witz. Ich finde es einfach mega, mega süß. Guck mal. Wie putzig. Guck mal, da freuen die Leute sich auch, ne? Über den süßen Zoo hier. Über den süßen Strauß. Gans hat mich besucht. Ja, hallo Gans. Freue mich, dass du da bist. Afrikanischer Strauß. Krankes Tier entdeckt. Warum? Bordetellose. Inkubation. Oh, er ist krank. Okay. Wir haben also ein krankes Tier. Und wo ist der andere Strauß? Den ich hier drin hatte. Ich hatte doch 2. Hä? Wo ist denn der andere? Dies hier wird gegen Bargeld adoptiert. Es kann nicht Wirkung gerettet. Vom Zoll beschlagnahmt. Oh nein, ey. Krass. Ja, okay. Also wir haben anscheinend ein krankes Tier. Jetzt gucke ich mal gerade, wie es hier aussieht mit Tiermarkt. Ob wir jetzt mal ein Erdferkel weiblich kriegen. Das wäre jetzt auf jeden Fall mal schön. Ja, ein weibliches Erdferkel. Sehr geil. Nehmen wir. Brauchen wir ein weibliches? Ja, ne? Wir hatten ein männliches, oder? Ich guck mal eben. Wo ist denn meins? Da. Na, das wollte ich gar nicht. Ja, ist ein männliches. Alles klar. Sehr gut. Ja, sehr gut. Dann haben wir jetzt endlich ein weibliches Erdferkel. Dann tun wir das mal direkt hier rein. Bin ich mal gespannt, ob die beiden sich verstehen. Dann gibt es vielleicht bald Erdferkel-Babys. Man weiß es nicht. Und ich denke, so ein Baby wird hier auch noch mal einiges an Attraktion bieten, weil ich denke, so ein Tier-Baby kommt immer gut, oder? Tierbabys kommt immer gut. So, was bringt er jetzt hier? Bringt er jetzt den Krankenstrauß wieder zurück, oder? Hallo? Okay, das ist das Straußen. Also das Straußenweibchen hatte ich ja sowieso schon. Wie süß der einfach ist. Vielleicht kommt das andere ja bald wieder. Da ist unser Erdferkelweibchen. Guck mal, wie süß die beiden. Ach, ich liebe meine Erdferkelchen. Die sind einfach super, super mega niedlich. Stabiler Rückzugsort. Es gibt viel zu wenig Rückzugsorte für alle Tiere. Okay. Aber es ist doch groß da unten. Stehe ich jetzt nicht so ganz. Aber ich könnte natürlich hier hinten auch noch einen Rückzugsort schaffen. Wenn denn das da zu wenig ist. Ich guck mal gerade. Machen wir hier mal noch so eine normale Schlafmöglichkeit einfach. Damit die noch so ein kleines Hütchen haben, wo die sich auch draußen reinsetzen können. So. Jetzt müsste der eigentlich ein bisschen zufriedener sein. Sehr gut. Was hat er? Er liegt da einfach nur. Gelände, Pflanzen. Bepflanzung für dieses Tier weniger geeignet. Echt? Was ist denn hier wenig geeignet? Ist doch alles gut. Ach, zu viel. Okay. Da müssen wir vielleicht ein bisschen was wegnehmen. Nehmen wir das mal weg. Warte mal. So. Ich möchte natürlich, dass es denen auch gut geht. Ist immer noch zu viel. Warte, dann nehmen wir das weg. Und das nehmen wir auch noch weg.
Und hier die Pflanzen können wir auch wegnehmen. So, ich hoffe, jetzt ist es gut. Ja, jetzt gefällt es ihm wieder besser. Sehr gut. Stabiler Rückzug. Es gibt nicht genug Rückzugsorte. Das halte ich für ein Gerücht, weil es gibt Rückzugsorte. Müssen wir auch mal so ein Ding hier reinbauen. Warte mal, ich baue mal hier so ein Teil rein. Und dann haben die hier so doppelte Schlafmöglichkeiten. Voll geil, voll kuschelig irgendwie. Will man gerne selber drin liegen. Stabiler Rückzugsort, aber müsste es ja eigentlich genug sein. Weil es steigt auch gar nicht, das ist schon komisch. Lebensqualität. Genau, Beschäftigung. Da müsste es jetzt eigentlich auch was Neues geben. Genau, hier ein Ball. Sehr geil. Den Ball legen wir mal hier hin, damit die direkt hier vor der Scheibe spielen. Genau, und diesen Fresskorb, den haben wir ja schon. So, warte mal, dann können wir den hier auch mal so einen Ball spendieren. Ich weiß nicht, ob solche Vögel mit einem Ball spielen. Ich glaube eher nicht, aber versuchen kann man es ja mal. Sind jetzt beide wieder da? Tatsächlich, sind beide wieder da. Geht es auch beiden gut? Lebensqualität, Beschäftigung. Also, sie spielen tatsächlich auch mit Bällen. Ich stelle den jetzt einfach auch mal so einen Futterspender hier hin. Und hier noch so einen Ball oder sowas. Ich weiß nicht, ob denen das was bringt. Ich glaube nicht so wirklich, aber vielleicht nützt es ja irgendwas. So. Haben sie wenigstens ein paar Bälle. Jetzt gucke ich nochmal bei meinem Erdferkelchen. Guck mal, er spielt mit dem Ball. Wie süß. Oh, du kleines Schwein. Du kleines Schweinchen. So, stabiler Rückzugsort. Gibt es nicht. Verstehe ich nicht so ganz. Weil eigentlich, Rückzugsort. Sind ja schon Rückzugsorte. Also eigentlich, normalerweise müsste es reichen. Warte mal, wir können sonst diesen mal verkaufen. Und vielleicht so einen größeren da unten reinbauen. Wartet mal. So vielleicht. Oder kommen die da nicht dran? Ist das das Problem? Weil es steigt doch einfach nicht, ne? Schon sehr komisch. Ich weiß nicht, ob die hier vielleicht gar nicht reinlaufen können. Vielleicht ist das auch das Problem. Mach mal kleiner. So vielleicht. So, ich hoffe, so kommen sie da rein. Das ist natürlich ziemlich steil hier. Aber eigentlich müssten sie so da reinkommen, oder? Ah, jetzt ist es auch... Nee, jetzt ist es immer noch nicht gestiegen. Ich dachte, jetzt wäre es gestiegen. Aber irgendwie immer noch nicht so ganz. Weiß ich nicht genau, woran es liegt. Müssen wir vielleicht mal abwarten. Also hier haben sie auf jeden Fall einen Rückzugsort. Da unten haben sie einen Rückzugsort. Normalerweise müsste das reichen. Wir warten einfach mal ein bisschen ab, wie sich das entwickelt. So, die Straußen, denen geht's gut. Straußen, heißt das überhaupt so? Ich weiß es nicht, Freunde. Glaube. Da müssen wir noch ein bisschen warten, bis wir da noch ein bisschen was erreicht haben. Also im Großen und Ganzen läuft es ja jetzt schon mal ganz gut, glaube ich. So, was könnten wir denn hier noch hinbauen? Wir brauchen irgendwas Kleines, was nicht so... Ah, Forschung abgeschlossen, sehr gut. Für die Straußen, für die Strauße. Sträuße? Ich weiß es nicht, Freunde. Mehrzahl von Strauß. So, Moment. Tierhandel, Tiermarkt. Wir brauchen irgendwas Kleines, was nicht so viel Platz braucht. Das ist jetzt die Frage. Was ist klein und braucht nicht viel Platz? Die sind mir zu kletterig. Da habe ich noch ein bisschen Angst. Weil ich glaube, das könnte schief gehen. Boah, so eine Giraffe wäre auch schon ein Highlight, ne? Giraffe wäre echt cool.
Giraffe wäre echt cool. Tiger wäre auch sehr cool. Zebra auch mega cool. Also ich glaube, so ein Strauß kann tatsächlich auch mit anderen Tieren, also haben wir ja sogar gelesen, kann mit anderen Tieren auch leben. Wie zum Beispiel Giraffen. Das würde also gehen. Ich weiß auch nicht, ob ich jetzt immer die ganze Zeit so viereckige Gehege bauen will oder ob ich jetzt auch mal so rund werden will, weil so runde Gehege finde ich auch sehr, sehr schön, muss ich sagen. Deswegen würde ich jetzt einfach mal behaupten, wir gehen jetzt hier mal mit dem Weg weiter geradeaus einfach. Machen wir schon mal den Weg weiter. Die Breite müssen wir auf jeden Fall mehr machen. Nein, ich will die Rasterausrichtung. So. Wir könnten auch mal, wartet mal, machen wir alles weg. Wie komme ich denn hoch zum Beispiel? Warte mal. So nicht. Wie kann ich denn zum Beispiel jetzt hochgehen? Warteschlange? Wofür brauchen wir denn eine Warteschlange? Ah. Jetzt bin ich hoch, okay. Ah, sehr cool. Ich mache jetzt einfach mal hier so eine Brücke. Fragt mich nicht, warum. Machen es jetzt einfach. Vielleicht können wir da irgendwas drunter herführen oder so. Ich weiß es noch nicht. Gucken wir mal. Und ab jetzt würde ich auch gerne schon mal so ein bisschen runder werden. Dass man das halt nicht immer so perfekt alles gerade hat. Weil so ein Zoo ist ja meistens auch eher rund und sowas. So, einfach nur, damit man schon mal so eine kleine Vorform hat. Finde ich schon mal sehr stark. Können wir hier auch noch mal so lang gehen? So. So, einfach mal gucken, was man dann hier so reinmachen kann. Warte mal, wir schließen das mal da hinten ab. Oh, das ist jetzt aber so eine richtig eklige Kurve. Warte mal, das machen wir nochmal weg. So, das ist doch schön. Eine Wolke, Freunde. Guck mal, wie schick. So, da müssen wir mal gucken, wie wir das jetzt machen. Was wir hier genau machen, ich weiß es noch nicht. Vielleicht hier auch irgendwie so ein bisschen so Wasser oder sowas. Also das würde ich zum Beispiel auch sehr cool finden. Wenn wir jetzt hier mal so ein bisschen... Ich probiere einfach mal ein bisschen aus, Freunde. Also seid mir nicht böse, wenn ich es nachher doch wieder verwerf. Aber ich will einfach mal so ein bisschen was ausprobieren. Ein bisschen rumgucken, wie das so aussehen könnte. Wenn man hier zum Beispiel so einen schönen Teich einfach macht. Und das hier so ein bisschen abgrenzt und hier dann wirklich die großen Tiere auch kommen. Ich glaube, das wäre ganz cool. So, Moment, wir füllen da mal Wasser rein. Oh, dann müssen wir noch ein bisschen tiefer gehen. Wir müssen das Wasser nochmal rausmachen. Wasser entfernen. Hallo? Warum geht's jetzt nicht mehr? Tief sein, damit man den Boden nicht mehr sieht. So.
Und jetzt füllen wir nochmal das Wasser rein. Sehr geil. Ja, ob ich das schön finde, weiß ich noch nicht. Das lassen wir jetzt einfach erstmal so. Ist ja schon mal gar nicht so verkehrt. Ne, haben wir schon mal ein bisschen was gemacht. So, jetzt gucke ich mal gerade hier nach Gehege. Weil es müsste ja hier eigentlich mal ein bisschen was freigeschalten sein für den Strauß. Spielzeug nicht, Futter. Beschäftigungsfutterbox. Das was für die ist? Ja, tatsächlich. Das scheint was für die zu sein. Jetzt brauchen wir nur noch Beschäftigung. Aber da müssen wir dann halt mal gucken. Habe ich jetzt im Moment noch nichts. Was hat er hier? Kein erreichbar. Zoopfleger. Forschung abgeschlossen. Ah, sehr gut. Zweimal sogar. Wunderbar. Das ist das, was ich hören wollte. Gucke ich mal gerade, was es jetzt Neues gibt. Ah, den cool, diesen Futterspender. Den können wir auch mal schön hier hinstellen. Und... Na komm, hier können wir auch noch einen hinstellen. Haben wir halt zwei. Kann ich den auch mal machen. So, perfekt. Und ein Karton. Oh, wie schön. Karton, den nehme ich auch. Karton stelle ich mal hier oben drauf. Damit man da auch was sehen kann. Perfekt. So, Beschäftigung. Sind die vielleicht auch eher mit einem Karton beschäftigt oder sowas? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Womit ein Strauß sich so beschäftigt? Ah, tatsächlich mit einem Karton, ja? Okay. Nee, tatsächlich nicht. Die haben ihr ganzes Ding hier voll gemüllt. Die wissen gar nicht mehr, wo die hinlaufen sollen. So, wie kommt denn der Strauß so an? 100 erst? Also nicht so viel, ne? 510. Der hat 360. 1200. 220. 680, okay. Also ich muss auch sagen, es sind nicht wirklich viele Leute hier im Park. Können wir da nochmal irgendwie ein bisschen was am Preis machen oder so? Obwohl der Preis eigentlich gut ist, ne? Die Zufriedenheit ist auch gut. Also die Leute sind sehr zufrieden. Schwierig. Woran hat es gelegen? Fragt man sich dann, ne? Wir können auf jeden Fall einen neuen Tierpfleger mal einstellen, weil ich glaube, mittlerweile brauchen wir den. Machen wir auch mal. Dass wir einfach noch einen Tierpfleger haben, der sich um die Tiere kümmert. Und eventuell Zoopfleger. Machen wir noch einen Zoopfleger, komm. Damit es hier schön sauber bleibt. Genau, und jetzt war ja immer noch die Frage. Ich mach erstmal hier so einen weiteren Zaun hin. Kann ich das nicht direkt daran anschließen? Geht das nicht? Warte mal, wir bauen den mal hier. Ah, oh, das ist jetzt super schief geworden. So wollte ich es eigentlich nicht haben. Okay, das geht aber. Ich muss es jetzt nur noch gerade hinkriegen. So, perfekt. Nein! Gottes Willen. Da wäre mir fast der Strauß abgehauen. Stell euch das mal vor. So. Und jetzt noch hoch, ne? Ach, ist auch irgendwie so schief, ey. Das regt mich schon wieder auf. Na egal. Gerade geht's jetzt nicht, Freunde. Und dann wird das aber auch alles so schief, oder meine ich das nur? Ach, den, das ist total schief. Das gefällt mir so nicht. Nee. So gefällt mir das nicht. Mach ich es lieber nicht da dran, wenn es nicht anders geht. Ich würde schon gerne da dran haben. Also irgendwie, das regt mich jetzt schon wieder ein bisschen auf, Freunde. Kriege ich schon wieder Herzrasen. Dann mache ich es lieber da ein bisschen schief, als hier jetzt im Kompletten.
ist komplett schief, oder meine ich das nur? Obwohl, nee. Das geht jetzt, glaube ich. Ja, das geht ganz gut. So, jetzt gucken wir mal, wie viel Quadratmeter das hier hat. Warte mal, wenn wir jetzt da noch eine Zootür reinmachen. Ja, am besten mal hier irgendwo. Okay, hier geht's nirgendwo, da machen wir sie. Ach, können wir die nicht irgendwo hinbauen, wo sie nicht so stört? Am liebsten hier hinten irgendwie. Woanders geht es jetzt leider nicht. So, jetzt gucke ich mal eben gerade, wie viel Platz das Gehege bietet. 504 Quadratmeter, okay. Bei Zoos, bei Tieren gucken. 500 Quadratmeter, okay. Also wir brauchen ein Tier, was mit 500 Quadratmeter Platz auskommt. Schwierig. Vielleicht die Schildkröte. Perfekt. 230 Quadratmeter ist gekauft, oder? Dann würde ich sagen, dann nehmen wir noch die schöne Schildkröte. Die ist nämlich auch pflegeleicht. Und ja, die ist perfekt, glaube ich, für uns. Dann nehmen wir die auf. Und die nehmen wir nicht auf, weil die kostet Bläder. Guck mal gerade nach Schildkröte. Riesenschildkröte. Gibt es im Moment nur die eine, die wir jetzt gerade gekauft haben. Dann warten wir halt noch ein bisschen, bis wir die dann... dass wir der Freunde holen können. So, Versand geplant. Die braucht mit Sicherheit Wasser, so wie ich eine Schildkröte kenne. Da würde ich dann mal so ein bisschen Gelände hier machen. Nicht ganz so groß. Ich würde sagen, hier vorne so ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Vielleicht. So, komm, da kann die auch richtig schön einsteigen. Perfekt. Voll gut. So, dann gucken wir doch mal. Was braucht die denn so? Geländemäßig. Gras. Gras, 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 Gras. Lang. Braucht sie nicht so viele, sie braucht Gras kurz. Okay, warte mal, dann machen wir das mal lieber. So, dann geht es ihr doch schon viel besser. Und Sand braucht sie auch noch. Das können wir ja schön hier so hinmachen. Da passt das wenigstens. So, Sand hat sie jetzt auch genug. So. Wohlbefinden. Stabiler Rückzugsort braucht sie noch. Okay, das kriegen wir noch hin. Wasser hat sie zumindest genug. Dann können wir mal eben noch hier bei der Barriere, dass wir hier zwei schöne Glasscheiben reinmachen. Und hier natürlich auch, damit die Leute auch was sehen. So, wunderbar. Dann haben wir Glas von allen Seiten. Sehr gut. Jetzt brauchst du noch einen stabilen Rückzugsort. Jetzt müssen wir mal gucken, ob man das nicht auch so bauen kann. Weil ich meine, man könnte ja rein theoretisch auch aus Steinen einen stabilen Rückzugsort bauen. Moment, jetzt machen wir mal eben hier Natur. Machen wir mal Steine. Ich würde nämlich sowas gerne selber bauen. Ach so, ist noch Filter drin. So, guck mal hier. Hier gibt es ja jede Menge Steine, die man dafür nutzen kann. Zum Beispiel so eine Steinplatte hier. Wenn wir die so ein bisschen hochsetzen. So zum Beispiel, ne? Und dann mehrere kleine Steine hier so nehmen. Ich brauche irgendwie kleinere Steine. Boah. Mein Gott, was sind das für Riesensteine? Gibt es das auch in kleiner? Oh, das sind ja alles so Riesensteine. Ich brauche kleine Steine. Ja, der geht ja noch. Guck mal. Setzen wir die nämlich hier so hin. Ich geh mal eben rein.
ein bisschen konzentriert, Freunde. Falls ihr euch jetzt wundert, warum sagt sie nichts mehr. Ich möchte das natürlich auch schön haben. Für meine Schildis. Ach, muss das jetzt regnen? Sehe ich gar nichts mehr. Ah, welcher Stein war es denn jetzt? Der war es nicht. So. Freunde, ich bin hart konzentriert. Man merkt es vielleicht gerade. Aber ich möchte hier was Cooles für die Schildkröten bauen. So, Moment. Und jetzt kommt da noch so eine Steinplatte. Nochmal oben drauf. So, und jetzt kommt da rein, nämlich der Schlafplatz. Und jetzt sag mir bitte, wie cool ist das? Wie cool ist es? Sag mal ehrlich, Freunde. Ist es cool oder ist es cool? Das ist doch voll der stabile Schlafplatz. Die sollen wir bloß nicht meckern jetzt. Mega gemütlich. Guck mal. Mega gemütlich einfach. Da kann man richtig schön drin schlafen. Gut, die Steine... Oh, oh nein. Die Steine ragen da so ein bisschen raus. Das müssen wir mal ein bisschen ändern. Warte mal. Jetzt ragen die wahrscheinlich hier rein, ne? Oh, ne, geht noch. Warte mal, die Steine, das müssen wir ein bisschen ändern. Das sieht doof aus. Hier durch die Glasscheibe ragen. Oh, wartet. Ich glaube, das ist ganz gut so. Das können wir auch noch verstecken sonst mit Pflanzen. Das kriegen wir schon hin. So, jetzt gucken wir mal, ob denen das so reicht. Stabiler Rückzugsort. Zu wenig Rückzugsort. Ach Mann, das ist so eine coole Idee gewesen. Sagt mir jetzt nicht, das gefällt euch nicht. Ich muss nur noch Bepflanzung, Biome Afrika. Warte mal, das mache ich auch mal eben noch. Biome... Tropen. Afrikanisch. Dann hauen wir Pflanzen raus. Mann, ey. Ich dachte, das wäre jetzt voll die Special-Idee. Und jetzt sowas, weißt du? Das sehe ich ja mal gar nicht. Ich finde, das ist so voll der stabile Rückzugsort. Wir sollen jetzt mal nicht übertreiben. So, wir dürfen jetzt auch wieder nicht mit den Pflanzen übertreiben, weil sonst sagt er hier gleich wieder, hier ist zu viel Bepflanzung für mich. Um meinen Geschmack. So, aber zumindest hier so ein bisschen am Wasser ein bisschen was. Damit die da so ein bisschen versteckter sind. So, dann haben wir so ein bisschen pflanzenmäßig auch was am Start. Ja, stabiler Rückzugsort war wohl nichts, ne, mit meiner super Idee. Müssen wir uns wohl doch so ein Dingen holen. Weil ich das eigentlich nicht so cool finde. Ich fand meine Idee ehrlich gesagt cooler. Muss ich wirklich sagen, aber gut. Dann holen wir uns halt so eine Hütte. Nützt ja alles nix. Stellen wir die halt hier hin. Stellen wir die hier so in die Ecke oder so. Oh, nee. Könnten die auch, warte mal, hier so in die Ecke stellen. Ist so halb auf dem Wasser, finde ich auch cool. Müssen wir nur den Busch da wegnehmen. Stellen wir den hier so ein bisschen, oder? Hier so ein bisschen, dass die so ein bisschen geschützt sind. Sieht vielleicht ganz gut aus. So. Das sieht doch ganz cool aus.
Ja, schade, dass das nicht geklappt hat, so wie ich mir das gedacht habe. Aber nun ja, man kann anscheinend nicht alles haben bei Planet Zoo. Aber das müsste eigentlich irgendwie funktionieren. Muss ich vielleicht mich auch nochmal ein bisschen reinfuchsen. Die brauchen auf jeden Fall Beschäftigung. Ich gucke mal gerade. Die brauchen ja eine Futterschüssel. Hier so eine große Futterschüssel, stelle ich den einfach mal hin. Oder sollen wir den eine kleine? Eine kleine reicht, glaube ich, auch. Ne? Das sind ja auch nur kleine Tiere. Eine Wasserschüssel nehmen wir auch nur eine kleine. Weil die haben ja auch hier Wasser en masse eigentlich. Und dann vielleicht... Na komm, so ein Ball. Wer weiß, vielleicht hat so eine Schildkröte auch mal Lust, mit so einem Ball zu spielen. Ich weiß es nicht. Futterbeschäftigung. Beschäftigungsfutterbox. Ich weiß nicht, ob die mit sowas spielen. Nee, damit schon mal nicht. Und hiermit? Nee, damit nämlich auch nicht. Können wir die nämlich schon mal wieder verkaufen. Das ist nämlich dann Quatsch. Brauchen wir nicht. Wenn die sich damit eh nicht beschäftigen können. Guck mal, wie es aussieht, wenn wir sowas hinstellen. Nee. Auch damit können die sich nicht beschäftigen. Das müssen wir dann wahrscheinlich erstmal noch wieder erforschen. Oh, die Leute gucken hier schon die ganze Zeit für umsonst. Wir haben keine hier keinen Spendendings. Schnell. Leute müssen spenden für unsere süßen Schildkröten. So. Dann haben wir das auch schon. Hier würde ich auf jeden Fall auch noch eine hinstellen, weil man weiß ja, wenn die im Wasser sind, dann sind die Leute auf jeden Fall auch da. Naja, liebe Freunde, das war es auf jeden Fall wieder für diese Folge. Wir sind auf jeden Fall schon ganz schön weit gekommen. Ich finde es bisher schon ganz schön. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr mein Schildkrötenhaus findet. Also ich finde es super. Die Schildkröte anscheinend nicht so. Ja, schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt einen wunderschönen Tag und ich sage bis demnächst. Haut rein. Tschüss.